Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Banished. Jo, so, es ist jetzt ein kleines bisschen wieder her, wo ich das letzte Mal hier reingeschaut habe. Auch mal ein bisschen leiser drin, voll laut. Hier ist jetzt ein kleines bisschen her, seitdem ich das letzte Mal hier reingeschaut habe. Ich hatte ja, wie die Zuschauer der Minecraft-Let's Plays wahrscheinlich wissen, das ein oder andere technische Problem gehabt. Und ja, ich glaube, das ist jetzt schon etwas über 2 Wochen her oder sogar 3 Wochen, wo ich das letzte Mal hier drin war. Muss ich mich mal ganz kurz neu orientieren, wie es hier ausschaut. Ach stimmt, zum Schluss waren wir gerade dabei, fleißig vor uns hinzusterben. Und ja, aber es hat sich so langsam wieder ein bisschen eingefangen. Jetzt haben wir wieder einen Arbeiter mehr, wunderbar. Ich wollte gerade loben, dass unsere schönen Altheim Bewohner fleißig am Kindermachen sind und schwupps war ein Kind wieder zum. Ja, was war es denn jetzt? Was? Ah, zur Frau geworden, zur Frau geworden. Die gute Lelia. Gut, ja. Woodcutter haben wir gerade keinen. Da Blacksmith brauchen wir auch aktuell nicht. Ja, ich muss jetzt immer erstmal ein bisschen gucken, dass ich Winter über, beziehungsweise früher über die Nahrung beibekommen und Winter über dann irgendwie guckt, dass ich bis ich ein paar andere Sachen noch erledige. Von daher dauert das zurzeit alles ein klein wenig länger als geplant und als erhofft. Aber das kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Muss ja. Eisen haben wir auch noch, 141, sehr schön, sehr schön. Essen haben wir auch noch, jetzt ordentlich auf Lager. Okay, es sind ja kaum noch Leute da, die was uns wegfuttern könnten. So, hier müsste bald eine junge Dame wieder soweit sein. Na gut, jetzt dauert es wieder ein kleines bisschen. In diesem Sinne beschleunigen wir einfach mal auf das fünffache Geschwindigkeit, damit es einen kleinen Ticken schneller geht erstmal. Weil wir können jetzt hier eh nicht mehr so viel treiben. Schade, schade, aber so ist das nun mal. Warum habe ich da 5 Leute drauf sitzen? Ach, damit es ein bisschen schneller geht, glaube ich. Wobei das auch Schwachsinn ist, im Endeffekt. Kann ich lieber hier mal ein weniger machen? Hier brauchen wir auch keine 5, hier reichen, glaube ich, auch 4. Ist? Ach, einer mit ohne Job. So, passt wieder. Tools are low. Na, dann setzen wir den gleich mal als Blacksmith ein. Oh, hier noch ein Werkzeug. Das ist wirklich ein klein bisschen eng. Da müssen wir noch mal was tun. Förster brauchen wir noch ein paar. Jägerbude haben wir noch gar keine stehen. Die brauchen wir auf jeden Fall noch für dann unsere Klamotten, weil die auch dem Ende zugehen. Nun gut, nun gut. Okay, das sind alles noch hier die normalen Dreckswege. Habe ich noch nicht umgebaut zu Steinwege. Und hier kippen uns einfach die Bäume als aus Altersschwäche um. Auch schön. Hat auch was. Oh ja, Logs are low. Gut. Da gehen wir gleich mal gucken. Warum ist ein Log? Achso, der hat sich was weggeholt. Nee, sobald hier abgeerntet ist, schicken wir die erstmal alle kurz in den Wald. Den Winter über sollen sie Bäume kloppen. Mal kurz einen Überblick verschaffen hier. Oh, hier können wir nicht mal einen Händler ansetzen. Das ist ja doof. Ich glaube, den nächsten Händler, den können wir erst hier hin pflanzen, weil, ja, hier kommt er durch. Hoffe ich. Jo.
Oh, ich habe wieder ein Laborer über. Ich habe einen Laborer über, den schicken wir direkt mal in den Wald. Da seht ihr mal, so langsam. So langsam kommen unsere Einwohner wieder, die uns alle weggestorben sind. So, das war's mit dem Werkzeug oder mit dem Holz, alles weg. Er denn? Ich habe doch gar keine Herbs. Was wollen die denn? Farmer. Ey, wo rennt die alte Pute denn noch rum? Oder warten die drauf, dass jetzt Feld fertig gewachsen ist? Sieht aber nicht so aus, weil die sind hier alle am Schaffen. Nur die eine flitzt durch die Gegend. Das soll sich mal schämen. So, was macht unser Holzfällermann? Ah, kloppt. Der kloppt vor sich hin. Hast du nie. Aber ich glaube, so ein Herbalist, den brauchen wir echt mal langsam, weil unsere Gesundheit ist schon auf 3 von 5 runtergegangen. Da brauchen wir aber 30 Holz für. Das ist nicht gerade wenig. So, ihr Babsäcke, erntet mal alles weg jetzt. Schickt. Na also, geht doch. Feuerwood haben wir noch genug. Das normale Holz geht uns aber langsam flöten. Na ja, 20 und nur noch hier, anderthalb Punkte Gesundheit, das ist ein bisschen mau. So, Blacksmith brauchen wir keinen mehr. Das schicken wir in den Wald. Schicken wir unseren Schmied erstmal in den Wald. Soll sich erstmal das Material selber besorgen. Wir brauchen schließlich 30 Holz. Das kann nämlich noch einen Moment dauern. Firewood. Tools haben wir, Potatoes haben wir, Getreide haben wir auch. Oh, das Farmerkind. Ganz alleine mit 12 in dem eigenen Häuschen. Kannst du mit hier Kiemann zusammentun. Oder gleich mit Delville, wenn der gute Junge soweit ist. So, Feld abgeerntet. Jawohl. Hier ist auch gleich soweit. Aber weißt du was? Da können wir hier ein paar Bäumchen noch eigentlich wegkloppen. Die guten Leute sind jetzt eh frei. Müssen nur die Farmer müssten jetzt die nichts mehr zu tun, da müssen wir eigentlich direkt sich auf die Bäume stürzen. Na, wunderprächtig. So, zwei Farmer weniger, die schicken wir gleich wieder mit in den Wald. Das können wir erstmal klein ticken, langsamer stellen. Nicht, dass wir hier das irgendwie den richtigen Zeitpunkt verpassen. Das Eisen, die Steine hier müssen noch komplett weg. Es liegt nämlich alles noch im Einzugsbereich von unserem Förster. Das ist nicht so fein. Das ist nicht so schön. Ja, komm, Forester Lodge beenden wir wieder. Was sagt unser Material? 30 und 12. Das schaut doch ganz gut aus. Den rotaten wir mal dahin. Brauchen wir zwei Bauarbeiter. Hier unten ist ja egal, das. Die Felder werden jetzt eh erstmal ein bisschen stillstehen. Aber da sieht man mal, selbst wenn dir die Bevölkerung fast komplett wegstirbt, es geht dann doch noch irgendwie weiter. Gut.
Nahrungstechnisch wird es jetzt ein bisschen kritisch. Das Lager fast voll. Muss ich nach Dasilelia. Das heißt hier... Oh, Nachwuchs. Hasteni und Rolana sind wieder fleißig dabei. Den ihr Jungen müsste auch bald ausziehen und können sich wahrscheinlich mit der guten Dame jetzt zusammentun. Ich hoffe es doch sehr. Ah, hier müssen wir alles weggeklopft werden erstmal. Dann kloppt ihr mal. Noch habt ihr Zeit. Ja, im Knechte müsst ihr erst im Frühjahr wieder aufs Feld. Eigentlich auch mies. Das ganze Jahr über auf dem Feld buckeln und ackern. Dann ist die Ernte endlich eingefahren. Und zum Dank darf sie gleich auf die Baustelle gejagt werden. Tja, dumm gelaufen, würde ich sagen. So ist das hier in Altheim. Entweder wird geschafft oder du bist nichts wert. Es ist schon fast so ein bisschen wie im echten Leben. Entweder schaffst du was oder... Tja, hast gelitten. Gut, gut. Ach, da habe ich ja sogar... Wunderbar, wenn ich 8 Leute auf dem Feld brauche, da habe ich sogar noch meine 2 Herbalists habe ich dann da. Das sollte die Gesundheit in Kürze auch wieder etwas nach oben steigen. Hoffe ich doch mal sehr. Jo. Mal gucken, wie weit wir sind. Mit unserer Kräuterbude. Ja, wo sind denn die Labora? Labora, Labora. Bringt doch mal das Zeug vorbei. Die schleppt weg. Okay, Eisen brauchen wir da eh nicht. Eisen benötigen wir dort eh nicht. Die wollen alle zum Herbalist. Ja, dann baut doch die Hütte mal auf, ihr Mann. Ist ja nicht mehr wahr. Da ist noch kein Material hingebracht worden. Ah, die gute Dame, die muss wittern, die muss ackern. 38 Jahre alte Frau, die muss ackern im Gegensatz zu den Kerle. Ach, eigentlich eine Schande. Die laufen auch alle querfeldein, statt einfach die Straße zu benutzen. Aber naja. Wenn's der Meinung sind, dass es schneller geht. Holz, 30 von 30. 12 Steine kriegen wir wohl hoffentlich auch noch hin. Na, schon Early Winter jetzt. Macht mal hin, so viel Zeit habt ihr auch nicht mehr zum Aufbau. So viel Zeit ist auch nicht mehr bis zum Aufbau. Na, was hast du dabei? Na, krieg. Da habe ich sie doch. Joyce Celine. 6 Steine schleppt sie dahin. Was machen die Kerle? Schleppen alles selber. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja echt nicht. Na gut. Soll mir egal sein. Ah, da können sich die Herrschaften da mal eine gute Scheibe von abschneiden. So, jetzt fehlen noch unsere 2 Bilder. Wo sind die? Na, rennt sich die Gegend. Steht doof rum. Ah, ohne Worte. Delville, mach hin. Werden ein Jahr älter. Ich brauch dich. Du wirst benötigt. Ach, hier haben wir sogar Wildbestand. Perfekt. Komisch, hier im Wald bricht meine Performance immer gleich schön ein. 30 FPS. 60.